In diesem Video erkläre ich umfassend, wie man einer Katze oder zwei Katzen das Folgen an der Leine beibringt. Erstens das Training zu Hause. Erst muss die Katze mit Geschirr hundertprozentig locker rumlaufen. Dann bringt man der Katze bei, zuverlässig zu kommen, wenn man ruft. Das macht man erst ohne Geschirr und dann mit Geschirr. Zum Schluss bringt man das Folgen bei. Das habe ich durch das Agility-Training bzw. Hindernislauftraining gemacht. Wie man diese drei Trainingsabschnitte erfolgreich meistern kann, erkläre ich ausführlich in den Anleitungen im angepinnten Kommentar. Zusätzlich ist es vorteilhaft, mit der Leine zu Hause zu trainieren. Das heißt, nachdem alle drei vorigen Trainingsabschnitte gemeistert sind, macht man nun die Leine ans Geschirr und gewöhnt die Katze mit positiver Bestärkung daran. Futter, Lob und Kraulen werden da benutzt. Auf keinen Fall sollte man an der Leine ziehen. Sehr wichtig ist, dass man eine lange Leine benutzt. Hier empfehle ich eine Flexileine. Diese hat sehr viele Vorteile gegenüber regulären Leinen. Auf die Vorteile gehe ich im Video später noch genau ein. Die Leine sollte mindestens 4 Meter, besser 8 Meter lang sein. Wenn man zwei Katzen gleichzeitig Gassi führen will, sollten die Leinen auf keinen Fall kürzer als 8 Meter sein. Von kurzen Leinen rate ich absolut ab. Warum das so ist und welche Fehler man noch absolut vermeiden sollte, erkläre ich in der Gassi-Anleitung Teil 4. Das Folgetraining macht man durch Locken mit Futter. Richtiges Agility bzw. Hindernislauf geht nicht mit einer Leine dran. Aber die Katze auf einige Dinge springen und klettern lassen, wenn sie die Leine trägt, ist zu empfehlen, damit sie sich vollkommen selbstbewusst an der Leine bewegt. Natürlich muss man da aufpassen, dass sie nirgendwo hängen bleibt. Hat man zwei Katzen, übt man erstmal separat. Dann sollte man das Komm- und Folgetraining mit der Leine gemeinsam machen. Dabei trainiert man sich auch selber, mit zwei Katzen und zwei Leinen gleichzeitig rumzuhantieren. Auch sollte die Katze bzw. die Katzen sich ohne Probleme hochnehmen und tragen lassen, was sehr wichtig in stressigen Situationen beim Gassi ist, wenn zum Beispiel unangeleinte Hunde kommen. Was ich in solchen Situationen genau mache und was es dafür verschiedene Optionen gibt, erkläre ich in den Gassi-Anleitungen Teil 2 und Teil 4. Zweitens das Training draußen. Nachdem man das Training zu Hause erfolgreich gemeistert hat, kann man zum ersten Mal Gassi gehen. Hier wählt man als Ort die ruhige Natur, am besten einen Wald. Worauf man bei der Gassi-Gegend unbedingt aufpassen muss und welche Gassi-Gegenden völlig unpassend sind, erkläre ich in den Gassi-Anleitungen Teil 3 und Teil 4. Ich muss ausdrücklich betonen, dass wenn man nicht in ruhige Natur geht bzw. den richtigen Gassi-Ort wählt, man es sehr, sehr schwer haben wird, dass die Katze einem folgt. Auch ist bei einer falschen Gassi-Gegend das Risiko sehr hoch, dass die Katze sich erschreckt, in Panik gerät und man einen kompletten Misserfolg hat. Das kommt aufgrund der extremen Reizüberflutung durch Geräusche, Gerüche und visuelle Eindrücke. In ruhiger Natur sind diese zum absoluten Minimum reduziert, sodass man da wenig Probleme haben wird. Nur wenn die Katze bereits sehr gut in ruhiger Natur kommt und folgt, kann man in belebteren Gegenden Hoffnung haben, dass sie auf einen Großteil hören wird. Beim Komm- und Folgetraining draußen nutzt man am Anfang besonders viel das Hinhocken, besonders wenn die Katze Unsicherheit zeigt. Als kleiner Trick, damit die Katze nicht kreuz und quer in alle Richtungen läuft und besser auf einen reagiert, wählt man einen schmalen Waldweg, der an den Rändern gut bewachsen ist. Eine Katze fühlt sich auf so einem Weg auch viel sicherer, durch so viel nahe Versteckmöglichkeit und ist aufmerksamer. Wenn man zwei Katzen hat, kann man von Anfang an mit ihnen gemeinsam rausgehen. So habe ich das gemacht und es gab keine Probleme. Jedoch sollte man sowas natürlich nur machen, wenn die Katzen sich auch gut verstehen. Stellt sich beim ersten Gassi heraus, dass das Trainieren von zwei Katzen gleichzeitig für einen zu stressig ist und das Ganze zu chaotisch abläuft, sollte man erstmal separat Gassi gehen. Wenn beide Katzen auf einem guten Trainingsstand sind, kann man dann wieder mit beiden gleichzeitig rausgehen. Es ist wichtig, dass eine Katze beim Gassi hauptsächlich hinter oder neben dem Besitzer läuft. Ist man hinter der Katze und diese erschreckt sich vor etwas, hat man keinerlei Einfluss auf diese. Eine Katze muss einen sehen, damit sie auf einen bei Angst reagiert. Auch gewöhnt sich die Katze dadurch, am Besitzer zu orientieren. Sie sieht seine Reaktion zu allen Situationen und ob der Besitzer Situationen auch überhaupt richtig einschätzen kann und diese auch in der Lage ist, rechtzeitig zu reagieren, um die Katze zuverlässig zu beschützen. Da Katzen sehr eigenständig sind, kommen sie gar nicht auf die Idee, dass sie jemand beschützen wird, da sie in der Natur auch ganz allein auf sich gestellt sind. Ihr erster Gedanke ist, sich nur auf sich selbst zu verlassen. Somit muss man einer Katze mehrfach beweisen, dass es überhaupt sicher ist, beim Besitzer zu bleiben, wenn Gefahr droht, und dass es gar nicht nötig ist, abzuhauen. Mit jedem Mal wird die Katze einem mehr vertrauen und lernen, dass sie gar nichts machen braucht,
Sie muss nur ruhig warten und der Besitzer regelt alles. Man muss sich jedoch im Klaren sein, dass wenn die Katze sieht, dass der Besitzer plötzlich nicht mehr in der Lage ist, sie zuverlässig wie sonst zu beschützen, dass ihr Instinkt abzuhauen sich wieder einschaltet. Zum Beispiel, wenn ein abgeleinter Hund es schafft, näher als sonst zu kommen, der Besitzer der Katze plötzlich aufgeregt und hysterisch wird und so weiter. In unseren fast 10 Jahren Gassi mussten meine beiden sich noch nie selbst beschützen, weil ich das immer hinbekommen habe. Dabei warten sie einfach ruhig und zeigen auch keine Anstalten abzuhauen. Das Laufen vor der Katze ist zusätzlich auch sehr wichtig, wenn man die Katze irgendwann mal später ohne Leine laufen lassen will. Und auch generell will, dass sie auf einen zuverlässig hört und folgt, ob nun mit oder ohne Leine. Übrigens kann sich eine unsichere Katze bei den ersten Gassigängen total erschrecken, wenn man hinter dieser läuft und sie hört, wie Schritte sie verfolgen. Das treibt sie dann entweder dazu, in die Leine nach vorn zu springen, die ganze Zeit im hektischen Tempo zu laufen oder gar richtig in Panik zu geraten. Wenn man also merkt, dass die eigene Katze so ein Verhalten zeigt, wenn man hinter ihr läuft, sollte man sofort an ihre Seite oder vor ihr laufen. Wenn die Katze sich nach einigen Gassi-Runden an das Draußensein gewöhnt hat, wird es in der Regel kein Problem sein, wenn man hinter ihr läuft. Aber wie gesagt, generell sollte man hauptsächlich vor der Katze laufen, wegen allen genannten Gründen. Warum das Ganze noch so wichtig ist, erkläre ich in der Gassi-Anleitung Teil 4. Beim Gassi mit einer Katze sollte man nicht an der Leine ziehen, sie immer ausreichend schnuppern, Gras fressen und rumwälzen lassen. Ungeduld hat beim Gassi nichts zu suchen. Man sollte auch kleine Pausen einrichten, wo man sich irgendwo hinsetzt und die Gegend in Ruhe beobachtet, besonders bei einer unsicheren Katze oder bei langen Gassigängen. Ich empfehle sehr das Fahrradfahren mit Katze, da man sie so an das Draußensein gewöhnen kann und auch an alle Reize wie fremde Leute, Hunde und so weiter. So kann sie aus einem sicheren Ort alles anschauen und man kann dabei auch einschätzen, wie die Katze beim Gassi auf alles reagieren wird. Man kann bei einer extrem unsicheren Katze erstmal eine Weile nur Fahrrad fahren und wenn sie dann lockerer ist, das erste Mal Gassi gehen. Wie man eine Katze an das Fahrradfahren gewöhnt, erkläre ich in einer Anleitung im angepinnten Kommentar. Wenn man das Gassi-Training nun gut gemeistert hat, kann man das Ganze auch interessanter gestalten und mit der Katze joggen oder rennen. Dabei sind allerdings einige Dinge zu beachten. Erstens, natürlich niemals an der Leine ziehen, um die Katze zum Rennen oder Joggen zu zwingen. Zweitens, nur joggen oder rennen, wenn man mindestens eine 8 Meter lange Flexileine hat. Drittens, sehr aufmerksam sein und eine schnelle Reaktion haben. Viertens, die Länge der Leine gut einschätzen können, beziehungsweise wann die Leine bald zu Ende ist. Man motiviert eine Katze zum Rennen, indem man vorher anfängt, langsam zu joggen. Dabei sage ich auch gerne ein paar motivierende Worte schnell hintereinander, wie zum Beispiel, los, los, los. Futter ist da auch sehr hilfreich. Übrigens sollte man passende Leckerlis fürs Gassi benutzen. Nicht jedes zeigt einen guten Effekt draußen, auch wenn diese zu Hause einen guten Effekt haben. Welche Leckerlis gut fürs Gassi sind, erkläre ich in der Gassi-Anleitung Teil 4. Beim Joggen und Rennen ist eine Flexileine ein absolutes Muss. Niemals eine reguläre Leine benutzen. Denn wenn die Katze plötzlich losrast, weil sie gerade total Bock hat, wird sie sehr abrupt und schmerzvoll von einer regulären Leine gestoppt werden. Denn die Leine ist ja auch irgendwann mal zu Ende. Und auch wenn man so schnell wie man nur kann mitrennt, eine Katze ist einfach zu schnell, um mitzuhalten. Mit einer Flexileine kann man aber mit einem kleinen Trick die Katze langsam und sanft stoppen. Sobald die Katze einen überholt oder stark nach links oder rechts rennt und man sieht, dass die Leine bald zu Ende ist, greift man mit der freien Hand die Flexileine und drückt mit den Fingern nach und nach immer mehr auf die Leine. Dabei gleitet die Leine noch durch die Finger und wird durch das Drücken immer langsamer. Die Leine fühlt sich dann für die Katze immer schwerer an und sie wird dadurch automatisch langsamer. Das heißt, sie wird sehr langsam und schonend gestoppt. Damit man keine Schürfwunden auf den Fingern kriegt, wenn die Leine durch die Finger gleitet, zieht man sich einen Ärmel über die Hand oder benutzt den unteren Teil des Oberteils als Schutz. Es ist zu empfehlen, am Anfang oder auch generell seinen Schutz vor dem Rennen schon vorzubereiten, damit man sofort bereit ist. Generell ist natürlich zu sagen, dass das Joggen und Rennen mit Katze ohne Leine 100-mal besser ist. Die Katze ist frei und man selber auch. Wer jedoch erstmal schauen will, wie die Katze beim gemeinsamen Rennen sich verhält, noch nicht so weit im Training ist, um die Katze abzuleihen oder generell die Katze nicht ableihen will, bietet sich das Joggen und Rennen an der Leine an. Die sanfte Stoppmethode mit Flexileine ist übrigens auch sehr hilfreich, wenn die Katze in einer stressigen Situation aus Angst plötzlich losrast. Somit verhindert man, dass sie mit voller Wucht in die Leine reinspringt.
In so einer Situation aber auch gleich mit der Katze zügig mitgehen, damit man mehr Zeit zum sanften Stoppen hat, wo man ja sowieso zur Katze gehen sollte, um sie zu beruhigen. Und das ist auch einer der großen Vorteile bei einer langen Flexileine. Mit einer regulären Leine springt die Katze bei Angst immer mit voller Wucht in die Leine und das tut weh. Also aus meiner Sicht gehört nur eine lange Flexileine an eine Katze. Alles andere ist absolut unpassend und man riskiert, dass die Katze sich wehtut. Wenn man mit zwei Katzen gleichzeitig Gassi geht, muss man sich im Klaren sein, dass es doppelt Arbeit ist. Besonders wenn die Katzen charakterlich sehr unterschiedlich sind. Sind zum Beispiel beide Katzen selbstbewusst und laufen mit zügigem Tempo oder man hat zwei gemütliche oder zwei schüchterne, ist es 100-mal einfacher, als wenn man eine Katze hat, die voller Tatendrang und Abenteuerlust ist und die andere schüchtern, langsam und vorsichtig ist. Meine beiden Katzen sind sehr unterschiedlich. Mein Kater Otani würde am liebsten die Welt erobern, meine Katze Yusora ist schüchtern und mag es eher ruhig und gemütlich. Trotzdem habe ich meine beiden von Anfang an zusammen Gassi geführt. Somit ist das auch möglich, wenn man sich nicht vor der Arbeit scheut und durch faire Kompromisse beiden Katzen gerecht wird. Wenn man zwei so verschiedene Katzen hat, benutzt man einfach einen kleinen Trick, damit man nicht ständig die Zappelkatze vorne vom zügigen Laufen abhalten muss und die Trödelkatze hinten ständig zum schnelleren Laufen animieren muss. Denn das wird sehr schnell stressig für alle Beteiligten und ist auch nicht gut fürs Training. In der Regel ist die Zappelkatze am Anfang eines Gassigangs besonders voller Energie und hat keine Geduld zu warten. Also nimmt man einfach die Trödelkatze auf den Arm, die sowieso einen Moment braucht, um sich die Gegend anzuschauen, und trägt diese für die ersten 5 bis 10 Minuten. Dann geht man mit der Zappelkatze sehr zügig, damit man die Energie aus der Katze rausbekommt. In der Regel sind 5 bis 10 Minuten ausreichend und dann kann man die Trödelkatze wieder selbst laufen lassen. Besonders in der Anfangszeit ist dieser Trick notwendig, später gleichen sich die Unterschiede in der Regel aus. Besonders wenn man in ruhiger Natur geht, braucht man das nach einiger Zeit normalerweise nicht mehr. Schüchterne Katzen blühen in ruhiger Natur total auf. In lebhafteren Gegenden kann das ganz anders aussehen. Ein zusätzlicher Trick wäre, die Zappelkatze vor dem Gassigehen mit einer großen Spielrunde auszulasten. Zwar wird diese draußen wieder einen Motivationsschub kriegen, jedoch wird dieser nicht so übermäßig stark sein. Das Joggen und Rennen mit zwei Katzen an der Leine ist eher nicht zu empfehlen. Jedoch sehr langsames Joggen ist möglich, wenn beide Katzen im gleichen Tempo mit einem gemütlichen Trab mitlaufen. Richtiges Rennen oder zügiges Joggen an der Leine ist definitiv abzuraten. Denn da kommen die Katzen schnell in die Laune loszurasen und das wird nur in einer Katastrophe enden. Somit geht das Ganze nur, wenn wenigstens einer der Katzen so weit im Training ist, dass man sie ableinen kann und nur eine Katze an der Leine ist. Ein kleiner Trick, um nicht zwei Flexileinen in der Hand halten zu müssen, kann man eine Flexi über die Schulter hängen. Einfach die Leine, die man beim Geschirrkauf immer mitbekommt, benutzen. Nehme dafür die Katze, die ruhiger ist und weniger die Seiten wechselt. Generell empfehle ich, das Training so weit zu bringen, dass man die Katze oder die Katzen später in Natur ableinen kann, damit diese auch frei sein können. Meine Katzen laufen meistens ohne Leine auf unseren Gassigängen und folgen dabei immer zuverlässig. Wenn das Video gefallen hat, kann gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar hinterlassen werden. Bei Fragen helfe ich auch gerne aus.